mit dem Maus. Hi, ich bin gerade auf dem Weg zum Radkreuz, treffe mich gleich mit Maria und wir schauen uns heute ein Gravelbike an. Und zwar das Fujiyaris 2.5 Gravel für knapp 1000 Euro. Das Rad ist definitiv ein Einsteigerbike, komplett aus Alu, eigentlich mit einer Stahlgabel für Trinkflaschenhalter. Wir haben sonstige sämtliche Aufnahmen für Taschen, was schon mal ziemlich gut ist. Allerdings haben wir nur eine Sora-Schaltung oder Claris mit 2x8 oder 2x9. Allerdings muss ich sagen, für 1000 Euro kann man auch nicht viel mehr erwarten. Wir haben Scheibenbremsen und ist schon mal okay. Und ich finde zum Beispiel, wenn es mit der Schaltung nicht unbedingt passt, die kann man sich immer noch updaten. So könnte man sich eine Ultegra ranbauen oder eine GRX. Boah. So, also das ist Maria. Die guckt sich jetzt irgendwie schon wieder ein Fahrrad an. Schon wieder. Ja, ja, ist ja erst ein Jahr her. Heute mal so ein Gravelbike-Dingens. Also soll richtig cool sein, habe ich gehört. Und das haben wir gleich auf dem Tempo-Fit. So, oh, die ersten Meter mit dem Fuji. Macht Spaß, auf jeden Fall. K.O.? Nee, geht schon. Und Puls 107? Okay, 104. So, jetzt auf dem Tempelhofer Feld. Mal ein paar Bahnen ziehen, bisschen Gas geben und dann schauen wir mal. Das Bike wiegt übrigens eigentlich 12 Kilo. Jetzt mit der Carbon-Gabel bestimmt ein bisschen weniger. Erster Eindruck? Ja, ich finde es gut. Für das, was ich suche und ausgebe, glaube ich, ist schon richtig gut. Also für 1000 Euro glaube ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Mit Scheibenbremsen. Das Bike hat halt eine Carbon-Gabel, weil die Originalgabel einen Kratzer hatte. Ansonsten ist das Bike eigentlich recht solide. Wir haben Flaschenaufhängung, oben unten Taschenaufhängung. Und normalerweise passen auch Flaschenhalter an die Gabel. Ich habe übrigens fast alle meine Bikes vom Radkreuz. In der Sommerweise. Und wer von euch ein Bike sucht, egal ob Rennrad oder Gravelbike, einfach mal vorbeischauen. Außerdem hat Kuppi den besten Schrauber der Welt, weil Max heute Nacht mein Laufradteil gemacht hatte, welches mir beim Festival in Polen kaputt gegangen ist. Aber diese Geräusche am Fahrrad, die sind schon ein bisschen fürchterlich. Ziemlich nice. Und entspannt jetzt, Tempo. Oh, also wie man sieht, 30 km/h gehen damit auf. Und Kaufentscheidung? Ja, nein, vielleicht? Lieber nicht? Eher ja als nein. Aber wir haben ja an dem Fahrrad die WTB Rittler. Die, ja, die sind glaube ich nicht so prall, die würde ich einfach mal tauschen. Und an meinem Coratec habe ich sie auch getauscht, und zwar gegen die Schwalbe Givon Ultra Bite. Eigentlich ziemlich krass, der kann wirklich alles, aber ist nicht so gut für die Straße. An Schaltung haben wir eine Shimano Altus. Ja, ist dann bestimmt die GRX-Variante zu, keine Ahnung. Da war die Gabel irgendwie Schrott. Es gab halt gerade keine Ersatzgabel, deswegen ist da diese Carbon-Gabel. Witzig? Was ist mit der Gabel? Ich glaube, die ist nicht original, weil die andere zerkratzt war, glaube ich. Das will er sagen. Genau, also die Originalgabel war leider kaputt. So, und weil es gerade einfach mal, ja, keine Gabel gab, gibt es hier eine andere. Wir haben Carbon, das macht das Rad bestimmt ein bisschen leichter. Eigentlich wiegt es 12 Kilo, jetzt haben wir, ich glaube, 10. Also es ist schon ziemlich gut, ist ein kleines Upgrade, wenn man mit der Farbe leben kann. Auf jeden Fall ist es definitiv damit einzigartig. Lenker und die meisten anderen Komponenten sind von Oval. Garantiert nicht das schlechteste Fahrrad, was man sich aktuell kaufen kann. Oder? Das denke ich mal auch, ja.
Das ist übrigens mein Fahrrad. Mit dem Bike werde ich vermutlich Ende April ins Saarland fahren. Also so knapp 700 Kilometer, 5000 Höhenmeter, schieß mich tot. Wird bestimmt richtig. So, das war's auch mit dem Video. Ich fahre jetzt mit meinem Laufrad nach Hause und tschüss! Wir schauen uns heute ein Gravelbike an. Und zwar das Fuji Yare. Das Bike ist ein Alu-Bike. Ja! Außerdem hat Kopi den besten Schrauber der Welt, der heute Nacht meinen Laufrad kaputt gemacht hatte.